Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MTA VO Real Life. Wieder mit mir, dem Mr. Swisszocker und dem Marcel. Hallo. Guten Tag. Ja. Ich hänge immer noch in der Tour fest. Sehr gut. Er hat nämlich gerade Slash Tour gemacht. Das werde ich gerade nicht machen. Ich glaube, das kannst du sogar nur machen, wenn du am Noobspawn bist. Bin ich mir nicht sicher. Und Jan, okay. Hör mal bitte auf umzutanzen. Übrigens. Wir haben ja letztes Mal sind wir umgezogen, wir sind nochmal umgezogen, weil dort, wo wir waren, war Kleinkinderbefall und jetzt wohnen wir hier. Hey, Kleinkinder, was hast du gegen Kleinkinder? Hey, genau. Eine Menge. Ich habe nichts gegen Kleinkinder, ich habe was gegen Kleinkinder, die auf mich ballern. Achso. Gegen die habe ich was. Wenn ihr hierher ziehen wollt, tut es bitte nicht. Und wenn ihr es trotzdem tut, nicht auf diesem Parkplatz da parken, nicht. Hier parken, weil hier steht der Crazer, wer den Stream gesehen hat, weiß, wer das ist. Und irgendwo hier steht auch noch der wie heißt er nochmal? Der Martin. Der Dingens. Sir Pac-Man, genau. Sir Pac-Man, den kenne ich. Genau. Hab ich vorher versucht umzufahren. Wieso? Ich hatte kein Leben mehr und ist die ganze Zeit über mich drüber gefahren. Okay. Also ich wäre froh, wenn ihr nicht hierher ziehen würdet. Wenn ihr könnt von mir aus gerne in dieses Dorf hier ziehen, aber bitte nicht in den Campingplatz. Da sucht euch hier irgendwie so ein Tipi-Zelt oder so. Oder, warte, ich habe auch noch einen geilen Platz, wo man sich eigentlich auch niederlassen kann. Warte, ich zeig ihn euch. By the way, ich habe unseren Sultan umlackiert. Dein Controller fungiert sich gerade zum Vibrator um. Ja. Also mach Jan, aus. Jan, mach den Controller aus. Jetzt. So. Wenn ihr dann zufrieden seid. Ja, sind wir. Hier ist auch geiler Platz zum Hausieren, aber hier muss man aufpassen. Sorry. Oh mein Gott, Marcel, jetzt hast du es gesagt. Was? Ja, die Bullen haben mich umgefahren. Oder hier. Ja, die fahren alles um. Hier ist auch ein geiler Platz, ne? So, ich habe meinen Vibrator jetzt entfernt. Das ist herzallerliebst, danke dir. So, aber ich möchte euch mal kurz was zeigen. Slash self. Habe ich meinen? Nein, ich habe noch nicht. Okay. Wir haben 55.000, das heißt. Was? Ja. Willst du mich verarschen? Eigentlich ja. Nicht. Hast du 55.000? Ja. Ich kacke Geld, weißt du das nicht? Nee. Oh shit! Ich werde mir jetzt einen Buffalo gönnen. Genau das werde ich tun. So, und sollen wir erst noch Marcel abholen? Warte, ich habe was vergessen. Bis gleich. So, weiter geht's. Der Marcel ist kurz AFK. Ich denke, deshalb verschieben wir die Abholung. Und ich habe hier mal kurz Nitro reingeballert, als ich das letzte Mal gespielt habe. Einfach so eine kleine Nitro-Flasche, einfach so just for fun zum Testen. Ich werde mir jetzt einen Buffalo gönnen, weil die Karte einfach nur awesome ist. Der Jan spielt übrigens nicht Bio, so viel ich weiß, jetzt gerade. Doch, aber nicht so wirklich. Ja. Aber ich habe schon mal gespielt. Okay, also gerade nicht, ne? Nein. Ja. Ich spiele gerade eine Runde Loadout. Was für ein Ding? Loadout. Das ist so ein Free-to-Play-Spiel auf Steam, ist richtig geil. Die sehen auch. Ach, das sind Typen, die sich umhauen, alles klar. Lass sie doch, wenn sie wollen. Ja, ich würde sagen, sie mich nicht hauen. Alter, bist du irgendwie dumm? Was hast du gegen Leute, die sich hauen? Eine Menge. Alter, ja, weißt du noch, letzte Aufnahme, wo wir uns die ganze Zeit geprügelt haben? Nö. Nicht, wo wir die ganze Zeit einfach der eine schlägt, dann schlägt der andere. Die ganze Zeit auf dem Parkplatz. Du kannst gerne auf meinem Kofferraum parken. Meinst du mich? Nee, ich meine Russ Cargill. Achso, ich will aber auch auf deinem Kofferraum parken. Cargill, das war nicht Cargill, das war Cargill. Der kann gerne auf meinem Kofferraum rumfahren mit seinem komischen Zweirad-Ding. Ich werde mir auf jeden Fall einen Buffalo kaufen und dann soll er sich ein anderes Auto suchen, wo er damit Autobumserei machen kann. So, ich werde mir diesen wunderschönen Buffalo aka M3 kaufen. Ich habe nicht genug Geld dabei. Passiert. Slash Lock 3. Ich kann dir von meinen 1.500 was geben. Haha,
Nein, ich nehme selber mal von meinen 55.000 nehme ich selbst. Moment, wollen wir nicht, wär's nicht schlau, wenn wir so einen Wohnwagen kaufen? Hab ich und schon. Und damit rumfahren? Hast du schon? Hab ich schon. Marcel, du merkst, was du bist arm. Ich weiß, wo bist denn du gerade? Ich, warte, ich komm gleich zum Park, zum Autohaus. Zum Wankast, da bin ich nämlich gerade. Ja, da werde ich mir nämlich gleich einen Buffalo kaufen. Ich hab einen Wohnwagen, ich hab fast alle Scheine, ich hab einen Sultan, Crank. Und ich? Hab nichts. Genau. Ich zahle mir mal einfach mal 45.000 aus, dann können wir den Buffalo noch ein bisschen modifizieren. Buffalo Soldier. Oh, was der fangen nicht an. So. Also auf dem Buffalo habe ich einen M3 drauf, einen Mod. Einen getunten. Frag mich bitte nicht, was für eine Firma das ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, wobei. Wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, kann ich das vielleicht sogar raussuchen. Ich weiß gerade nicht auswendig, aber es steht auf dem Mod drauf. Ist irgendjemand aufgefallen, dass ein Event gerade angefangen hat? Das ist mir ziemlich Wayne, wenn ich ehrlich sein darf. Aber da gibt es Autos zu gewinnen. Mit trotzdem ist Wayne. Ist noch Wayne? Ja. Auto er hat Nummer so 1. Viel Geld, Marcel, nicht wie du, wo du einfach so arm bist und so. Ja, viel Geld. Boah, sei doch mal leise, ich will Marcel eifersüchtig machen. So, Buffalo, gut, bitte. Ach. Ja, ich will in meinen Buffalo einsteigen, nicht drin stehen. Lock 1. Steig an. Lock 1. Tow W. Was ich mit meinem Sultan mache, weiß ich noch nicht. Also, manche Leute haben echt einen richtig geilen Ping. Ich glaube, ich behalte ihn erstmal. Was ich auch geil finde, ne, das Rücklicht leuchtet irgendwie gar nicht. Naja, wurscht. Ich werde den erstmal ein bisschen tunen. Als erstes, wie viel kostet 5.000! Das werde ich auf jeden Fall reintun, aber nicht jetzt. Failed. So. Ich bin wieder da. WB, ich glaube, Felgen lassen wir die Original, ne? Die Original vom Mod halt. Was ich auch geil finde, ne? Die Bremsbacken sind im Reifen drin. Also, sieht ziemlich freaky aus. Dann ist so dunkelblau. Und den Lack ändern wir mal kurz auf ein Orange. Ich will ein Orange. Gib mir Orange, 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 Orange. Das war gelb. Nein, ich will Orange. Gib mir Orange. Ich glaube, ich sitze gerade Pink. In einem Auto mit dem größten Lecker auf dem Server hier. Wunderbar. Soll passieren. Steig aus und komm zu mir. Hier gibt's alle, ne? Alle Farben, aber nicht ein Orange. Naja, ich weiß, habe ich auch schon gesucht. Ich glaube, ich werde mir auf den Mod. Auf den Wagen noch ein anderes Auto modden, einen besseren Mod, weil, naja. Ja, lässt zu wünschen übrig, ne? Also, wenn die Bremsbacken im Reifen drin sind, der Wagen ist sowieso viel zu hoch gebockt. Ist nicht so dufte. Alter, die Farben sind immer im Arsch. Ich glaube, ich mache. Wollen wir ihn gelb machen? So gelb. Nein, ich will keine Dollarzeichen auf meinem Reifen drauf, danke. Das sieht voll behindert aus, gell? Das sieht übelst scheiße aus. Jeder, der so ein Ding an sein Auto ranmacht, den soll mal einklatschen. Sieht das soll mal einsperren, sollte man den. Oder rot. So ein roter M3 hat auch was. Oder weiß. Ein schönes Rot. Ich glaube, ich mache den so. Ich glaube, ich mache ihn gelb. Marcel, wofür bist du eigentlich dabei, wenn du eh nichts sagst? Ich konzentriere mich gerade wieder, jemandem hier das Auto zu klauen. Irgendwie muss ich auch irgendwie dran kommen. Ach, das ist der nette Typ, der einem das Auto klaut. Das ist ja Herz allerliebst. Ja, wetten, er ist Pole. Gar nicht wahr, ich bin. Das hast du gesagt, das hast du gesagt. Oh, 100%. Kannst du das nicht irgendwie rausschneiden? Nein. Schlagt ihn! Er hat was gegen Polen. Ich hab nichts gegen Polen, ich hab was gegen Marcel. Etwas gegen Ausländer. Das ist noch schlimmer. Ja, eigentlich sind die Schweizer die Rassisten seit der letzten Abstimmung. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Ja, es darf auf kein unter Schweiz hat so das Einwanderungsverbot da. Ja, genau. Mein Vater arbeitet in der Schweiz. Ach so, ja, dann er darf ja noch, aber es dürfen keine neuen mehr kommen. Ja. Nee, was ich die Schweizer gegen uns eigentlich? Eine ganze Menge. Nee,
Eigentlich gar nichts. Also die größten Rassisten. Wow! Also. Ja. Ja, Alter, hast du deine Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Also ich hab. Hallo, ich, wenn er wirklich den Führerschein im Lotto gewonnen hat, dann hast du ihn echt krass diskriminiert. Mhm. Nee, ich hab ja wirklich nichts gegen Ausländer. Ich meine. Die Hälfte der Schweizer schon. Ja, da lag Geld. Mein Geld. Wie er meinem Gespräch immer ausweicht. Ja, mein Money, Money, Money. Ich merk's auch. Yay, $118, ich bin reich. Ich bin gar kein Rassist, weil. Das glaube ich dir nicht. Ja, das sagen sie alle. Also, einer meiner besten Bros ist Grieche. In meiner Arbeit und in der Schule sind 90% entweder Albaner oder Türken. Mit denen ich mich übelst. Ich dachte, meinem Türkenleben in Berlin. Verstehe, ja, auch in Zürich. und ja, also kann mir keiner sagen, ich sei Rassist. Ganz ehrlich, mit denen verstehe ich mich übelst gut. Und ich bin ja selbst halb Spanier. Aus. Ich kann ja gar nichts sagen. Marcel, lass aus der Konfi raus, das regt auch nicht Spaß. So, jetzt haben wir ein Problem. Kein Platz mehr. Wo stehe ich den Wagen hin? Also was? Die zweite von rechts. Nein, da steht ein Kumpel. Schade. Aber es sieht schon fett aus, der Wagen, ne? Ich gehe gleich eine Runde driften. Alter, weißt du was? Ich stell den Wagen hier einfach hin. Ich stelle jetzt kurz den Sultan weg. Mach an den Hobel. Ich schau mal, was ich bis nächste Aufnahme, was ich mit dem hier mache. Vielleicht benutze ich ihn noch anders oder vertick ihn. Mal gucken. So, dann den hier noch. Schreiben müssen wir noch können. Lock 1. Ich habe jetzt übrigens ein Intro bekommen von einem lieben Herrn, dessen Name ich gerade nicht weiß. Er ist aber auf meinem Kanal verlinkt. Guckt mal bei ihm vorbei. Er sollte eigentlich jetzt hier sein, aber er wird auf jeden Fall mal noch in der Aufnahme dabei sein. Aber er war gerade nicht da. Deshalb ist Marcel dabei. Oh, ne, ich bin in der Lückenfüller hier. Genau. Nee, ich möchte mal abgeholt werden. Ich fühle mich allein. Oh, sorry, voll vergessen. wo bist du? Bei Wankhaus. Ja, da bin ich schon lange wieder weg. Nein, I'm on my way. Oh Mann. Hab's nicht geschafft, dem das Auto zu klauen. Kipp. Fast schon den neuen Buffalo geschrottet, Alter. Aua. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich mit einem Heckantrieb unterwegs bin, nicht mit einem Allradler wie beim Sultan. Weil mit dem Sultan. Nein, ernst jetzt. Den Sultan kannst du um die Ecken schmeißen, wie du willst. Der bricht nicht aus. Und den hier, der. Man kann den Buffalo zwar wirklich gezielt driften, aber wenn er geht, dann geht er. Und dann. Keine Chance mehr. Und er läuft ein bisschen schneller als der Sultan. Ich zettel jetzt den Krieg mit dem Typi da an, weil ich drauf stehe. Wo bist du immer noch? Bei Wankas? Ja. Ist ja Herz allerliebst. Ich komme auch gleich dahin. Da läuft ein Typ über der Autobahnbrücke. Da jumpt ein Bulle vom Dings runter. Der kann nicht fahren. Übrigens, was mir immer aufgefallen ist, ne, die Bullen können überhaupt nicht fahren. Hier kann keiner. Jeder zweite Bulle fährt mir in die Karre. Soll passieren. Und ich fahre anständig, Mann. Glaube ich dir nicht. Nee, ich auch nicht. Ob du mir glaubst oder nicht, ist mir eigentlich Wayne. Schweizer fahren nicht ordentlich. Halt, stopp! Wir haben Tempolimit von 120, also. Ja, deswegen kommen alle nach Deutschland und fahren da Scheiße. Genau. Verpisst euch. Ja, und jetzt wollen sie ja noch das Tempolimit auf 80 runterdrehen, ist immer. Ah, finde ich lustig. Ja, Alter, kannst du bald dir Wanderschuhe kaufen und laufen? Ja, bist wahrscheinlich schneller. Ja. Sag mal, wo ist denn dein, Dingsbums da, dein Wohnmobil. Mein Wohnwagen? Den zeige ich dir gleich. Boah, da packt er seine Drift-Skills aus. Welche Skills?
Ich glaube, die Bullen wollen uns verfolgen, aber ich bin schneller. Muhahaha. Was wollen die uns verfolgen? Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Muss einfach mal unerwartet bremsen. Dann rasten sie mir... Wie bei Need for Speed, was er seine Verfolgungstaktik erstmal umdrehen. Dann rasten sie mir wieder ins Auto rein. Auf das habe ich keinen Bock, dass sie mir meinen neuen Buffalo zerstören. Mein neue Schatzi-Line. Alter, wo hast du denn dein Wohnmobil geparkt? Hier, warte. Un momento. Hier gleich. Da. Oh lol, darf ich mit dem fahren? Oh, was Autos hast du, Alter? Darf ich mit dem Wohnmobil fahren? Nein. Oder mit dem Sultan? Oh, der Sultan sieht geil aus. Ich sag dir, wehe, das Auto geht kaputt. Nee. Das geht kaputt. Nein, nicht bei mir. Ich bin Deutsch, ich kann Auto fahren. Oh mein Gott. Sagen alle. Ja, was wollen wir heute machen? Keine Ahnung, ein bisschen Leute ärgern, mit dem Auto fahren. Ist aber abgeschlossen. Ja, nee, es wäre dumm, weil dann muss ich das Auto die ganze Zeit auf- und abschließen. Steig ein. Wieso auf- und abschließen? Weil wenn ich die ganze Zeit offen lasse, dann klaut dir irgend so ein Spacko das Auto und auf das habe ich keinen Bock. Wie Marcel, meinst du? Nein, guck mal, du musst einfach nur mir das Auto anmachen und dann einmal abschließen. Und wenn ich dann aussteig, kann ich ja nicht mehr rein. Selber genau. Nicht mehr. Aber der Scheiß ist, wenn das Auto im Arsch ist, dann ist es im Arsch. Dann kriege ich das nicht mehr. Ist weg. Ich war vorsichtig und dann habe ich Schulden bei dir und ich bezahle sie wieder zurück. Wie viel hat der gekostet? 35.000. Ich steig bei dir ein. Und das war noch ohne Tunes, ne? Weg hier. Ich steig schon auf meiner Seite ein. Vertraust du an mir nicht? Ich vertraue niemandem. Das ist typisch SMP-Spieler. Man vertraut niemandem, weil die SMP-Community komplett im Arsch ist. Zum größten Teil. So, jetzt habe ich Bock zum Driften. Jetzt gehen wir eine Runde driften, ne? Du gehst driften. Du kommst einmal mal mit. Ich habe keine Wahl. Du hast keine Wahl, nein. Ich schreibe eine AD, ich werde gekidnappt. Ich rufe mal die Bullen an, warte. Mach ruhig. Ernst. Call 9, 11. Wäre geil, wenn es so funktionieren würde. Es funktioniert nicht. Tja. You lag me down, Zuckerli. Lag mich doch am Fudi. Ey, das ist abartig. Ich überschicke Call 9, 11, aber es geht nicht. Wow, würde ich sagen, ne? Dann rufe ich halt so einen Bullen an und hetze ihn auf dich. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Scheiße, das war falsch. Ich sehe schon, wie die nächste Folge heißt. Folge im Knast. Das geht gar nicht, Mann. Was schreibst du? Ich höre das nicht. Was hat er geschrieben? Jetzt kannst du laufen. Eject all. Die Sau hat mich rausgeschmissen. Ne, du hast einfach nicht drauf, Marcel. Dann trampe ich jetzt halt. Hier. Hopp rein! Hier, Karte, Polizei Nummer 911. Das geht nicht. Tja, die wollen nicht, dass du mich anzeigst, weißt du? Ich würde niemals. So viel Arbeit für die Bullen sitzen noch immer nur am Schreibtisch, essen Donuts. Oder fahren wir in die Karre. Ja, das vielleicht auch noch. Das ist ihr drittes Hobby. Neben glaub, Sessel, Furzen und Donuts essen. Ich glaube, das gibt's gar nicht, den Befehl / Call. Doch. Ich guck mich hier gerade mal durch. Nein. Nein, kipp, danke. Der Mod hat auch einen übelst dummen Schwerpunkt, ne? Kann sein. Probleme? Falls du Probleme hast, nein, hab keine Probleme. Doch, hast du. Ja, steht da. Wir sollten irgendwo zu einem Burgershot fahren, ne? Du verreckst bald. Ja. Du hast übrigens immer noch Noob-Schutz, ne? Wollte ich mal anmerken. 3 Stunden hab ich den ja und ich bin jetzt hier wie lang drauf schon? Warte. Macht hab. 2 Stunden 24. 38 Stunden 15. Was? Ja. Alter. Was meinst du, woher mein Wohnmobil kommt? Ja, schon. Da habe ich nicht das aus meiner Kacke geformt. Du hast doch gesagt, du kannst keine Scheiße. Ja, aber dann wäre das Wohnmobil grün. Oh mein Gott. Ja, Geld ist ja grün. Ja.
Jan, hör auf zu popeln. Hä? Willst du mich verarschen? Nee, will ich nicht. What? Ich ganz genau. Ja, festhalten! Mal. Ich hoffe, du hast deinen Sicherheitsgurt. Ich hoffe, du hast deinen Sicherheitsgurt angelegt, ne? Soll ich? Ja. Wenn du bei mir mitfährst schon. Lass mich aussteigen, ich hab Angst. Dann spring raus. Nein. Okay. Ja. Wenn ich meine Aussprache ein bisschen im Arsch ist, tut's mir leid, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet und da ich im Verkauf arbeite, darf ich den ganzen Tag quatschen. Wobei heute war eh nichts los, also habe ich den ganzen Tag rumgestanden und mir die Füße Flappy Birds gespielt. Nein, mir die Füße placke gestanden. Spielst du Flappy Birds? Nein. Ich spiele auf meinem. Hast du schon mal gespielt? Nein, ich spiele auf meinem Smartphone generell keine Spiele außer Quizduell. Mein Smartphone ist für mich, keine Ahnung, was ich mache, ist Surfen, Zeitung Gott, gucken, Facebook was? Gucken, Twitter gucken, ab und zu mal auf Skype online gehen, um ein paar Typen zu nerven. Ey, passen beide deine Füße auf dein Smartphone und auf dem reitest du dann auf einer Welle, das ist gerade. Ja, genau. Witzig. Der kam ein bisschen zu spät. Nee, ich reite auf meinem großen Zeh. Oh, lol, mach mal bitte. Du reitest doch Marcel. Wenn du jetzt langsam machst, nein. Dann hundertprozentig fliege ich dann aus dem Auto raus. Wieso? Weil ich aus Versehen nicht F gedrückt habe. Und du legst es auch noch drauf an.